So, jetzt brauche ich noch das unorganisierte Verbrechen. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Glas links, okay. Das schon reicht. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Endlich. Oh. Moment mal. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Oh Mann. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist. Was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal. Das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal. Die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch. Ihr spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich gehe mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Oh je. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie meinen Ex-Verlobte? Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht,
wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Ich... Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Ja, Glück im Unglück. Nehmen. Echt schöne Post. Kitty? Kitty, ach wie süß. Ja, sehr süß. Sollte ich nicht diese Dias nehmen als Beweis für irgendwas oder so? Hallo, Cletus? Bist. Ach, ich hab sie. Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hat, aber wenn er sie... Okay. Nach draußen, aber ich muss doch eigentlich noch vorne zum... an dem Bug, oder nicht?
Moment mal, ist das die Katze, die ich rasieren soll? Hab ich da irgendwie... Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Egal. Ihm ist doch egal. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Ach, was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Was ist das denn? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Ach, arme Kitty. Brave Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo, jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Wow. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Bravo, du hast es erraten. Yippie! Oh. Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Donner sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Genau. Gnade! Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Okay, ich kann dir nicht viel nur machen. Zu! Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Genau. Dann sind wir uns ja einig. Wartet mal. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Sag tschüss, Rufus. Oh oh. Das war unangenehm. Hä? Ich brauch diese Hand. Was zum... Siehst du, was ich sehe? Das ist ein Minispiel, okay. Offenbar hat ihm einmal nicht auf... Wie sollen wir... Nochmal. Das war... Okay. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Ein Zwinkern? Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Gnade! Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Ist ja schon wieder. Was habt ihr... Sag mir endlich was... Rate doch mal. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt?
Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Das macht sie, das kann ich beeinflussen. Ich habe noch ein weiteres. Ich habe noch... Okay, Donna ist ganz Ohr. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Donna sagt nein. Ich habe noch ein... Ich habe noch... Okay. So. Vergesst, ich verhandle nicht mit... Wie du willst. Gnade! Donna sagt nein. Gnade! Gnade! Wie ist das dann? Ich habe noch ein... Ich habe noch ein... Okay. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donner sagt... Ich habe noch... Ich habe noch... Okay. Vergeh ich wie du willst. Könnte ich jetzt endlich mal erfahren, was ihr mit mir vorhabt? Donner sagt nein. Scheiße. Ich habe noch ein Weit. Ich habe muss noch auf jeden Fall hier rein, glaube ich. So. Okay. Ich gebe euch Geld. Viel Geld. Donner sagt nein. Ich habe noch nie irgendeinen Punkt von ich habe noch ein doppelt. Ich habe noch ein... Das ist relativ egal. Okay. Vergesst es. Ich verhandle vergessen? Nicht mit Verbrechen. Wie du willst. Nur zu? Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod. Donner sagt nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Ha, sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Ja, ich möchte es gar nicht wissen. So. Hallo, Donna. Hey, Donna. Irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine eigene Mission. Okay. Ich weiß halt schon gar nicht mehr, was ich... von dem Turnierspiel na, der Kriege. Endlich. Meine eigene Turnierhand. Kalef. Was war denn nochmal gut? Oh, ist schon so ewig hier. Oh Gott, was soll das werden? Eine Herausforderung? Stein, ne? Zeig mal her. Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Hm. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Bereit für eine Partie Snick, Snack, Snuck? Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, Schnuck. Schnuck. Was? An der Hand, was, was? Nein, das geht nicht. Hä? Mist, der ist ja fest. Aber was ist das?
Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Verdammt, du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Hä? Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Aber was ist das? Jeder versucht zu I don't get it. Jetzt habe ich noch Stein oder was? Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Huh? Na warte. Aha. Okay. Jetzt mal Schere. Diesmal noch eine Runde. Was zum... Was gewonnen? Und dabei sind das meine Glücks... Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Showdown. Jetzt verstehe ich das. Okay, ja, dann kommt jetzt das Papier, oder? Ne, kann er ja gar nicht mehr. Verdammt! Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir... Kann er ja kein Papier mehr machen. Doch. Mit vier kann er noch. Was denn? Stark, du machst dich wohl... Na, was? Hä? Ich raff es nicht. Jetzt kann er noch Schere machen. Oder Stein. Jetzt habe ich auf jeden Fall gewonnen. Wow. Er nimmt halt die Schere. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Jetzt kann er nur noch Stein machen. Unmöglich. Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrate es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Die soll das wissen. Ich dachte. Naja. Baby Goal. Upsi. Ich muss kurz eingenickt sein. Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Ja, sprechen wir mal mit ihr. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Aber, hey, stopp!
Ja, Mist. Wenn du nicht läufst, dann ist sie wohl als erstes da. Ah, Gale, hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Die ist schon drin. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Ich komm gleich raus. Nein, warte. Ja, leih mir Glück beim nächsten. Ach, das gibt... Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Ja, mehr Glück. Ach, das... Und ich verstehe, es war nur ein Klopfstreich. Ich komm gleich raus. So, ich muss in die Kiste. Ich muss nicht in die Kiste. Das aber so. Und wehe. Es war nur ein Klopfstreich. So, das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu. Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. So. Hey. Natürlich. Na dann, komm rein. So, finally. Tschüss. Was? Yeah, alte Musik. Ah, noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Ja, jetzt hat er die Musik wieder angemacht, obwohl es schon früh war. Das soll ein Plan sein? Da kann ich doch nur verächtlich lachen. Sie haben nicht mal einen Riesenadler reingemalt, der Sie in letzter Sekunde von einem explodierenden Hochhaus rettet. Die Bühne ist aufgebaut. Die Show kann beginnen.
Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Eine tolle Truppe hat Janosch... Mir gefällt nicht, wie sie diesen Janosch anschaut. Ihr Gehirn scheint schlimmer beschädigt zu sein als befürchtet. Was für eine Witzfigur. Golds Urteilsvermögen muss auf die anderen beiden Datasetten verteilt sein. Ah, Hauptsache ich bin drin. Diese Figur ist echt herrlich. Oh je. Yeah.